Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Professor Layton und des Games von Dorf. Im letzten Part haben wir ja die Bar erreicht. Vom Bouillon, oder wie man den auch immer spricht. Ab noch. Ne, das war im vorletzten Part, wo wir das Gemälde noch weiter zusammengesetzt hatten. Haben auch einen weiteren Hinweis bekommen, wo wir vielleicht Ramon finden könnten. Weiß gar nicht, habe ich mit ihm eigentlich schon gesprochen? Mit dem Hobbydetektiv. Oh, hallo. Es war ein Zufall. Ich habe hier ein kniffliges Rätsel. Hört sich zu knacken als ein Kokosnuss. Und wer weiß, vielleicht hat ja sogar was mit dem Fall zu tun, an dem ihr gerade arbeitet. Also, was meint ihr? Ihr könnt mir doch helfen, so unter Detektivkollegen oder so. Das ist sehr interessant, aber sie sitzen da einen jetzt schon auf. Ich bin kein Detektiv wie sie. Schon verstanden. Sie ermitteln verdeckt, ja. Gut, gut. Aber mich können Sie nicht täuschen. Da wir alles Kollegen sind, hätten Sie sicher Interesse an einem kleinen Rieselchen, nicht wahr? Zwei Friseure. Andorf hat nur zwei Friseure. Es gibt kein anderes Dörfer in der Nähe, also geht jeder, der Haare hat, zu einem dieser beiden. Wenn du sie dir so ansiehst, welch dieser netten Herren solltest du deinen Shop anvertrauen? Rein nach dem Äußeren betrachtet, B. Nein. Stell dir auf, Gabe noch mal an. Okay, dann bleibt hier noch A übrig. Da es sowieso keine andere Möglichkeit gibt. Habe ich so gerade A? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ah, ich verstehe es. A geht zu B und B geht zu A. Okay, ja, macht Sinn. Natürlich schneiden die sich nicht selbst die Haare. Stimmt genau. Jeder im Dorf lässt sich von einem dieser beiden die Haare schneiden. Und das schließt auch die Friseure selbst mit ein. Da man sich normalerweise nicht die eigenen Haare schneidet, ist der Friseur mit der Katastrophenfrisur vermutlich der bessere der beiden. So was. Ich hab's geschafft. Ihr habt das schwierige Rätsel tatsächlich gelöst. Erstaunlich. Nicht einmal der große Zapano kommt es mit all seinen scharfsten Knacken. Ach, so schwer war es gar nicht. Aber es wichtiger um zu kommen. Haben Sie Ihre Mann? Wie mein Bester? Sie möchten nur noch mehr Rätsel? Na, dann habe ich einen Tipp. Na, wir suchen um ein Enigmas-Rätselhütte. Lasst alles, was ich euch verrate. Mein Detektivinstinkt sagt mir, dass heute noch ein weiterer Fall auf den großen Zapano wartet. Zapano, so rum. Ja, nun dann, die Pflicht ruft. Ich mache mich bald auf den Weg. Vielleicht bis morgen. Ja, natürlich. Okay. Und wir haben ein weiteres Gemäldeteil bekommen.
Das wäre theoretisch einsetzen können. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, wie rum das Gemälde genau gehört. Ich glaube fast, dass da noch ein Teil fehlt. Also müsste ich alles noch einmal hier so rumdrehen. Ja, dann müsste das jetzt am besten. Das kann dann auch nicht stimmen. Ja, mal schauen. Und dann kriegen wir sicher noch alle Schnipsel zusammen. Da gehen wir erstmal zu Prosciutto, den haben wir auch schon getroffen. Was wir hier messen. Nachdem Bouillon meint, dass der vielleicht wissen könnte, wo Ramona ist. Was wollt ihr denn? Los, sag dann, hast du mein Essen kalt? Wir haben uns sagen lassen, sie hätten einen seltsamen alten Mann im Dorf herumstreifen sehen. Können sie uns etwas genaueres berichten, was sie gesehen haben? Oh, klar. Ich denke, das war vor 4 Tagen. Ich ging gerade vom Markt aus nach Hause, als ich diesen unheimlichen Typen sah. Also sehe ich jetzt was genauer hin, ist ja klar. Nicht, dass er mir den Wurststand leer kauft oder so. Es war ein gruseliger alter Mann, der einen riesigen Sack auf den Rücken trug. Ich habe ihm was zugerufen, aber er ist ein Bäcker und ich dachte noch, ganz schön fit der Opa. Ich bin mir sicher, dass das Gestalt war, die all die Leute aus dem Dorf entführt hat. Wenn ihr nachts unterwegs seid, dann passt ihr euch. Passt auf euch auf. Ja. Interessant. Er stimmt aus zu dem merkwürdigen alten Mann. Ja, entschuldigen Sie, Professor. Nicht, dass Sie mich Suche langweilen. Nicht, dass mich unsere Suche langweilt. Ich bin nur etwas müde. Er ist spät geworden. Erstatten wir noch kurz in der Welle Bericht. Dann reicht's für heute. Professor, sehen Sie nur. Du lieber Himmel, und Ramon. Nein, wir haben ihn verloren. Luke, du hast es auch gesehen, oder? Das war eindeutig Ramon. Heißt das, dass der Entführer auch Ramon umgebracht hat? Oh nein. Bleib ruhig, Luke. Ich glaube, wir sollten uns den Schauplatz der Entführung genauer anschauen. Also ein Entführer hat vielleicht seine Spuren zu lassen. Richtig. Gehen Sie voraus, Professor. Wir sind auf ein etwas ungelöstes Geheimnis gestoßen. Nicht der geheimnisvolle Karol.
beziehungsweise das geheimnisvolle Grollen. Wir müssen eine Ortsentführung auf Hinweis anzusuchen. Sie haben vollkommen recht, Professor. Professor, sehen Sie mal. Das scheint identisch mit dem Objekt, das wir im Tatort in der Villa Reinhold gefunden haben. Meinen Sie, dieses Rädchen könnte uns zum Tee führen? Gut möglich. Als erstes müssten wir allerdings der Baronin von unserer Entdeckung erzählen. Los, Luke, auf zur Villa. Okay. Damit hätten wir Kapitel 4 beendet. Nachdem Luke und der Professor Layton Zeuge von Ramons Entführung wurden, kehren sie zur Villa zurück. Wir haben dringende Neuigkeiten. Ramon wurde entführt. Wie, was? Das muss ich sofort berichten. Frau Marone, mit zu schrecklich ist passiert. Wollen Sie damit sagen, dass auch Ramon etwas zugestoßen ist? Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber die Zeit drängt. Wir müssen schnellstens eine Suche nach ihm organisieren. Was hat das zu bedeuten? Wieso wollen Sie das ganze Dorf in Aufruf setzen? Die Lage hat sich geändert, Inspektor. Wir haben gesehen, wie ihr Mond verschleppt wurde. Ich fürchte, wir haben es hier mit einem Serientäter zu tun. Wir müssen die Bewohner von St. Mister zusammenrufen und eine Suche organisieren. Layton, soweit ich weiß, ist dies immer noch mein Fall. Falls es schon zu spät. Wir können auch morgen noch mit der Suche beginnen. Wir können nicht debattieren, ob wir den Einwohner nun wecken wollen oder nicht. Während wir reden, können Sie Ramon schon. Wenn die Wärter anwesend mir bitte kurz Gehör schenken. Matthew, ich muss doch sehr bitten. Wir sind beschäftigt. Was ist dann? Bitte verzeihen Sie, Frau Baronin. Ramon, er ist wieder da. Wieder da, aber. Ja, nachdem der Professor uns mit seinem Besuch beehrt, ging ich zum Einkaufen auf dem Markt. Wieso fragen Sie? Was geht hier eigentlich vor? Mrs. Layton, werden Sie Taxifahrer letztendlich den Fachleuten überlassen? Aber wir haben es gesehen. Er wurde von vor unseren Augen entführt. Ramona, jetzt sie sich dann nicht. Das reicht, Luke. Aber er war doch. Ich muss mich entschuldigen, May. Es war dunkel und wir haben uns offenbar geirrt. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen, der Tag war lang und wir könnten alle zu Schlaf gebrauchen. Da stimme ich Ihnen zu. Schlaf ist die Liebe, bevor Sie noch mal ein Panik im Dorf auslösen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Okay, das ist merkwürdig. Reden wir noch mit ihm hier, mit dem Bruder des Barons. Ich finde einfach nicht die richtige. Sagen Sie, Professor, was muss ein 40er Junggeselle wie ich tun, um eine nette Frau zu finden? Ich hatte gestern eine Eingebung. Ich bin sicher, dass er allein meldet.
Ganz sicher deshalb allein, weil ich diese Rätsel nicht lösen kann. Aber für mich wäre ich es doch versucht. Egal. Wie lange ich drüber nachdenke, ich komme nicht darauf. Helfen Sie mir, Professor. Ich will nicht den Rest meines Lebens nur mit meinen Kuscheltieren reden. Okay, jetzt kommt noch was. Bilder ein Rechteck. Wende die Papierfigur aus Abbildung 1 in zwei Teile zerschneidest, dies dann zu einem Rechteck zusammensetzen willst, brauchst du die Figur nur so zu schneiden wie in Abbildung 2 gezeigt. Allerdings musst du zuerst eins der Teile umdrehen, damit du sie so zu einem Rechteck abbilden aus Abbildung 2 zusammensetzen kannst. Wie genau müsstest du die Papierfigur zerschneiden, wenn du die Teile zu einem Rechteck zusammensetzen wolltest, ohne sie umzudrehen? Ohne die Teile umzudrehen, geht das überhaupt? Wie müsste ich die Figur zerschneiden, damit ein Rechteck entsteht, ohne dass ich eine der Teile umdrehen müsste? Ist das überhaupt machbar? Ich kann ja nur einen Schnitt machen, oder? Nee, ich meine, ich kann nur mehrere Schnitte machen. Wenn ich es so mache, kann ich es auf jeden Fall so ein Rechteck formen, ohne dass ich die ganze Zeile umdrehen muss. Eigentlich müsste ich nur das Teil hier rausschneiden. Gibt es irgendeine andere Lösung, die weniger als zwei Schnitte benötigt? Versuch's noch einmal. Okay, es muss eine Lösung geben, wo ich nur einen Schnitt benötige. Hätte ich so wenig Zeit wie möglich bekommen. Ich weiß wie. Das müsste gehen. Dann muss ich das Ding ja auch drehen. Warum nicht? Critical thinking is the key to success. Stimmt, genau. Jetzt wo du die Antwort weißt, scheint das Rätsel auf einmal ganz einfach, oder? Muss ich da nicht dann trotzdem das Ding auch drehen? Egal. Oh, frei. Ich sitze geradezu vor Aufregung. Und jetzt finde ich sicher in kürzester Zeit eine Braut. Auch interessant, dass das jetzt Rätsel 12 war. Eins von denen, die uns ja schon länger gefehlt haben. Möchte ich noch Rätsel? Rein zufällig. Inspektor
May und Frau Baronin sind bereits zu Bett gegangen. Der Mann ist vermutlich im Lokal. Sie hatten einen langen Tag, Herr Professor. Erholen Sie sich gut. Angenehmen Nachtruhe. Okay, Matthew kann was wohl sagt er noch von Rätsel. Setz mich doch an. Allein die Schuhe, die ich trage, kosten so viel wie ein Kleinwagen. Trotzdem will niemand einen so hübschen, reichen Jungen wie mich heiraten. Was mache ich nur falsch? Verraten Sie es mir, Professor. Liebster Mann, gut? Ich glaube nicht, dass es so gut liegt. Ich frage mich, ob wir uns das mit Ramon in Wirklichkeit nur eingebildet haben. Nein, ich bin sicher, es war Ramon. Als wir ihn sahen, war er vollkommen leblos. Daran besteht kein Zweifel. Vielleicht war er nur bewusstlos. Aber wie kann er bloß eine Stunde später wieder gesund dastehen? Noch seltsamer ist die Tatsache, dass er keine Erinnerungen an das zu haben schien, was passiert ist. Das ist eigenartig. Und Ramon war nicht der Einzige. Mehrere scheinen es ebenso ergangen zu sein. Jedes andere Dorf wäre in Panik, wenn dort so etwas passieren würde. Aber sie müsste. Nun, ist eben eigenartig. Es ist ein geheimnisvolles Dorf. Ja. An anderen Orten würde man das nicht dulden, aber in St. Mister ist alles anders als normal. Sorge, ich sage ihm Bescheid. Oh, Henry, mein, das ist gerade ein Anruf für euch von einem Inspektor Schelm oder so ähnlich. Von Inspektor Schelm mal? Genau. Er meinte nur, es ist sehr wichtig und ihr solltet ihn sofort in der Villa reintreffen. Er bestimmt über die Ereignisse von gestern sprechen. Gut möglich. Gehen wir zu ihm und finden es aus. Komm, Luke. Auch spannend, dass wir scheinbar keinen weiteren Rätsel übersehen hatten, als wir Kapitel 4 beendet haben. Hat zumindest wurde uns nichts angezeigt, dass sich ein neues Rätsel bei Oma Enigma eingefunden hätte. Ja, auch nicht ganz. Nachdem es hier schon mal 10 Punkte gibt, oder 10 Geheimnisse, wann wir da eins davon lösen, oder alle davon lösen könnten. Okay. Ich dachte ja anfangs, das wäre so ein Art Index, wie viele Kapitel das Spiel ungefähr hat. Das scheinbar ist dem nicht so. Sprech mir noch Beatrice. Oh, hallo Professorchen. Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Könnt ihr euch das mal ansehen? Ich habe mir ein Schnittchen gemacht, aber es passt nicht an die Brotdose. Was mache ich nur? Als Ausschnitte. Aus den Überresten ihres Frühstücks hat Beatrice einen ziemlich merkwürdig geformt Schnitt improvisiert und würde sie gern feinsäuberlich in ihre Brotdose verstauen.
Das bist du dran. Wie oft musst du die Schnitze mit dem Messer teilen, damit sie in die Dose passt? Das Ding ist, sieht eigentlich eh aus, als würde es in die Dose passen. Oder? Ich glaube, die Schnitte ist so ein bisschen zu lang. Hier musst du die Schnitte mit dem Messer zahlen, damit sie in die Dose passt. Ich würde jetzt mal sagen, einmal. Maximal zweimal. Hast, wie gut die vorstehenden Kanzel ineinander passen, ist das ganz einfach. Ja, stimmt. Aber ich meine, wer schneidet auch sein Brot so merkwürdig? Professorchen, Sie sind ja ganz schön pfiffig. Danke für die Hilfe. Aber wir bekommen einen Stuhl. Ich gebe dir mal Luke. Nachdem das jetzt eigentlich nichts ausgefallen ist. Und relativ normal wirkt. Dieser Stuhl gefällt mir gut. Ja. Ah, die Zufriedenheit ist auch in der Zwischenzeit bei beiden auch relativ im Mittelbereich. Mal schauen, gibt's ja immer noch relativ viele Möbelstücke. Aber na gut, bevor jetzt hier weitermachen, möchte ich den Pfad in der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch, um uns zu sehen. Lasst mir schon, dass es euch gefallen hat. Wenn es so was wollt, könnt ihr euch gerne rau oder lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Professor Layton und das Geheimnis von Dorf wieder. Ciao.